So, liebe Gäste unseres Stadtpolitischen Kongresses, liebe Referentinnen und Referenten und selbstverständlich auch liebe Genossinnen und Genossen, darf ich ganz herzlich begrüßen zu unserem Stadtpolitischen Kongress der Jusos Berlin, Berlin Upside Town. Ihr könnt euch an das Design und den Slogan gewöhnen, der wird uns jetzt eine ganze Weile vermutlich begleiten und möchte auch zur Begrüßung und zum Auftakt dieser Veranstaltung ganz kurz damit einleiten, nochmal zu sagen, warum wir eigentlich hier sind, warum dieser ganze Kongress, warum die Veranstaltung, auf was arbeiten wir hier eigentlich hin und war es das dann auch schon, wenn wir heute am Nachmittag wieder auseinandergehen werden und die Antwort darauf ist ganz einfach und lautet nein. Es ist so, dass wir mit Berlin Upside Town jetzt für uns einen Kampagnen-Slogan und damit auch eine Kampagne gefunden haben, mit der wir gerne in den kommenden ein, zwei Jahren arbeiten möchten. Und wir haben dabei eine Leitfrage, mit der wir uns befassen möchten, nämlich, wie kann das eigentlich gelingen, eine solidarische Stadt, eine Stadt der Freien und Gleichen zu schaffen, für die wir politisch stehen, für die wir arbeiten, für die wir aber vielleicht noch nicht an allen Stellen die Konzepte haben. Wir wollen das die nächsten zwei Jahre intensiv darauf verwenden, Fragen zu stellen und natürlich, wie sich das dann gehört, in einem zweiten Schritt auch Antworten zu geben. Wie kann das eigentlich funktionieren, in einer Stadt wie Berlin ein solidarisches Miteinander zu schaffen, ökologische Mobilität zu schaffen, gute Arbeit und bezahlbares Wohnen und all das unter einen Hut zu bringen. Wir wollen das tun in bester doppelstrategischer Manier, wie wir das bei den Jusos immer tun, nämlich wir wollen es tun in einem Dialog mit Menschen aus Wissenschaft, aus Politik, aus der Praxis. Genau so haben wir auch diesen Kongress heute zusammengestellt. Wir sind also daran interessiert, uns auszutauschen mit Menschen, die vielleicht auch Lebenserfahrungen teilen und sich in Lebensräumen bewegen, die nicht unsere eigenen sind, weil wir die ganze Stadt, in der wir uns bewegen und in der wir leben und die wir sehr mögen, weil wir die auch abbilden wollen am Ende in unseren politischen Konzepten. Kurzum, wir wollen genau das nicht tun, was man politischen Organisationen gerne vorwirft, nämlich sich unter einer Käseglocke zu verstecken und im eigenen Saft zu schmoren, sondern wir wollen rausgehen und ins Gespräch kommen und der Auftakt dafür ist heute. In anderen Worten könnte man auch sagen, wir wollen ein Bündnis eingehen, ein Bündnis mit denen, die ganz genauso wie wir in einer solidarischen Stadt der freien und gleichen Menschen interessiert sind und die genau deshalb wollen, dass die Stadt sich weiterentwickelt und bewegt und die vielleicht genauso wie wir noch nicht ganz genau wissen, in welche Richtung sich das am Ende dann auch genau bewegen soll und mit welchen politischen Konzepten wir das verfolgen können und wollen. Deshalb sind wir heute hier bei diesem Kongress. Wir werden nachher schöne Panels haben, da gehen wir nachher nochmal darauf ein. Wir wollen heute Fragen stellen nach dem Arbeiten in der Stadt der Jungen und Kreativen. Wir wollen fragen, wie es mit Wohnen in Berlin aussieht, wie bezahlbares Wohnen auch in der Innenstadt geschaffen werden kann, wie Mobilität der Zukunft aussieht, was Menschen in Berlin eigentlich von ihrer Stadt erwarten und was die Stadt in Anführungszeichen von ihren Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Wir wollen fragen, wie sieht eigentlich Solidarität in so einer Stadt aus, auch ganz praktisch im nachbarschaftlichen Umfeld. Wir wollen fragen, wie wir auch als Jusos umgehen mit Protestbewegungen der Stadt, was ist guter progressiver Protest und wo muss man sich vielleicht auch nicht an die Bewegung ranhängen. Wir wollen fragen, wie wir die Stadtränder in all diesen Diskussionen nicht vergessen, weil auch wir uns natürlich eingestehen müssen, dass wir immer lieber über das reden, was im S-Bahn-Ring passiert und weniger über das, was außerhalb des S-Bahn-Rings passiert. Als Tempelhofer ist mir das immer ein besonderes Anliegen, darauf nochmal einzugehen. Und wir wollen natürlich auch fragen, ob ein internationalistischer Verband sind und Stadt Berlin international ist und immer internationaler wird, was das eigentlich für Auswirkungen auf Berlin hat, dass Menschen hierher kommen und wie kann sich Berlin vielleicht auch Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ausgesetzt sieht. All diese Fragen wollen wir heute beantworten. Vielleicht bleibt auch noch Zeit, die Frage zu stellen, ob es eigentlich in einer Stadt wie Berlin legitim ist, Kongresse um 10 Uhr zu beginnen oder ob das nicht eigentlich später stattfinden sollte. Da bin ich ganz persönlich auch über Anregungen sehr dankbar. Vielleicht findet der nächste stadtpolitische Kongress dann auch an einem Abend statt. Kurzum, ich freue mich auf die Diskussion heute und nicht nur über die Diskussion, sondern auch über Input. Und mit Input wird es jetzt auch gleich losgehen. Ich habe schon gesagt, wir wollen ins Gespräch kommen, auch mit Leuten aus Wissenschaft und Praxis. Und in diesem Fall kriegen wir jetzt gleich einen Input eines Wissenschaftlers. André Holm ist hier. Ich freue mich ganz besonders, dass er als doch durchaus prominenter Stadtsoziologe Zeit gefunden hat, bei uns vorbeizukommen und mit uns die Frage nach der Stadt von morgen zu diskutieren.
und uns vielleicht auch ein bisschen auf die Finger zu hauen und herauszufordern in der einen oder anderen politischen Debatte. Deswegen übergebe ich jetzt gerne das Wort an Ihnen, André, du hast das Wort.